Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Ja, was willst du? Oh Gott. Oh nein. Hallo. Gibt es nichts zu sehen. Du solltest abhauen. Du könntest mir auch die Tür aufmachen. Tür verschlossen. Okay. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Melde Kameraausfall in Sektor 4. Wie komme ich da jetzt am besten rein? Telefon will ich jetzt nicht gehen. Ey, der findet mich überall, ne? Der blöde Typ. Es muss doch irgendwie einen Weg in diese Bude geben. Ach, das ist gar nicht so ein Ding. Ich dachte. Ich höre doch schon wieder Joker-Szene. Soll das eine Möwe sein? Könnte wetten, du hast recht. Ich wusste, du hast Angst vor mir, Batman. Hugo Strange heißt er. Okay, nochmal ein. Bei dem geht nix. Aber den kann ich schon mal ausschalten. Vielleicht kann mir jetzt der Typ da einfach ein bisschen weiterhelfen. Riddler. Ach komm, ich will bitte, nicht Riddler. Bitte tu mir nichts. Ich will ich Nora alles. Freeze haben. Das wusste ich. Okay. Bringt mir jetzt so auch nichts. Also, Lady Freeze. Die muss jetzt hier irgendwo sein. Ich habe es geschafft. Ungefähre Position. Ja, ich muss sie suchen. Das ist der Punkt. Suche ich diesen Geldsack Bruce Wayne. Vielleicht kann ich ihn ja stückeweise gegen Lösegeld eintauschen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wo könnte die denn jetzt sein? Ja, es ist Batman und er ist nicht besonders gut drauf. Die Tür ist auch zu. Muss ich eine andere Tür finden, die ich öffnen kann. Eine gute Frage. Die bessere Frage ist, wo ist Catwoman gerade? Oh, das sieht doch gut aus. Bewaffnete Schläger. Direkt in Reichweite quasi. Dann kam Harley mit der Medizin daraus. Batman hat gegen Freeze gekämpft, sie hat sich reingeschlichen und die Rückseite von dem verdammten Tresor aufgeschnitten. Wer hätte das gedacht? Harley Quinn legt Batman rein. Das war sicher Jokers Plan. Das hat sie sich nicht selbst ausgedacht. Ich weiß nicht, Mann. Joker stand ziemlich neben sich. Aber eine Sache verstehe ich. Batman! Komm, hau ab! Sag mal! So, und deine Waffe geht nicht. Genau. Kannst du mal gucken, ob du dir neue holen kannst, aber das klappt nicht. Schlaf schön. Okay. Bringt mir das irgendwas? Bin ich dadurch jetzt näher an Nora Freeze dran? Batman, es ist Batman! Was haben wir jetzt gemacht? Wen habe ich denn da getroffen? Also, schauen wir mal hier nach diesen zerstörbaren Objekten. Ob das irgendwas ist, was mir was bringen könnte bei der Suche. Und was ist hier das zerstörbare Objekt? Ach so, ja. So
So ein blöder Luftballon. Ne, das bringt's nicht. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Vielen Dank. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere nicht finden. Das ist schon nicht schlecht. Löst aber das Problem nicht. Natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt hier eine Folge mache und die ganze Zeit suche, aber die Lösung nicht finde dafür. Ne, nicht hochklettern, ich will das einsammeln. Alles Mögliche wird hier gefunden, nur nicht das, was ich jetzt brauche. Ach, das ist doch wieder so ein Riddler-Ding, ne? Ja. Ich kann nicht noch eine Granate benutzen. Das Eis unter mir würde zu instabil werden. Ach je. Na, dann lassen wir das halt. Okay, Leute, ich versuche jetzt einfach mal, die weiter zu finden. Und sollte noch irgendwas sein, schneide ich das mit rein. Und ansonsten schauen wir mal, wo sie ist. Hey, Bats, ich bin's. Während du dich um die Rettung von Miss May gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh. Das wird zu emotional. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du tot im Schnee liegst. Und nur das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. So, nach langem Hin und Her habe ich es jetzt dann doch gefunden. Oder eine Vermutung, wo es sein könnte. Das trifft es wohl eher. Weil hier unten war ich nämlich schon mal. Und eventuell kommen wir jetzt da rein, wenn wir jetzt hier uns rüberziehen. Wir haben jetzt ja diese Eisscholle. So, dann machen wir hier das Ding einmal kaputt. Jetzt schwimmt er da quasi schon alleine hin, aber wir ziehen uns nochmal ein bisschen ran. Lady Freeze hier vielleicht irgendwo ist, weil hier ist eine Tür. Sehr cool. Da kann ich oben ja lange suchen. Aber das Gebäude war schon richtig. Ja, wo der Typ so Panik bekommen hat. Nein, nein, hier ist sie nicht. Geh wieder weg. Wie entscheiden wir denn jetzt, wer den Eiswürfel behalten darf? Ich will sie. Ich bin dran. Sonst bist du immer dran. Wie wäre es mit Schere, Stein, Papier? Kann man das zu dritt überhaupt spielen? Geht das? Das geht. Na komm, machen wir es. Eins, zwei, drei. Immer Papier. Wie wahrscheinlich ist das denn? Sehe ich aus, als wäre ich auf einer Schule gewesen? Hört sich jedenfalls nicht so an. So, jetzt muss ich mir hier die ganzen Kollegen... Das wird leicht. Boah, wie die alle was in der Hand haben. Okay, der schnelle Batarang ist immer wieder gut. Schild aus der Hand. Oh, wen habe ich denn da getroffen? Oh, sehr schöne Kombos. Okay. Frees Frau ist in Sicherheit. Das sollte ich ihm sagen. In Sicherheit?
Wer bekommt denn jetzt den Eiswürfel? Jetzt verstehe ich das. Ah, ist das gemein. Es ist ja so, dass die arme Frau Freeze an einer unheilbaren Krankheit leidet und Mr. Freeze natürlich versucht, die irgendwie zu heilen. Gefrorener Köder, schön. Und sie deswegen auf Eis gelegt hat, um sie dann quasi zu heilen, sobald er eine Heilung gefunden hat, ja. Also, dass ihr dann so lange nichts passiert. Labor von Mr. Freeze. Mal aufpassen, dass mich die Tigerwachen jetzt hier nicht erwischen. Ja, die haben auch gerade ziemlich viel Spaß zusammen, glaube ich. So. Nur noch hier runter. Und Sturzflug. Ja, das war... Ja, ich weiß auch nicht, wie das gehen sollte. Aber es ist... Ach komm, was soll das denn jetzt? Komme ich denn da jetzt rein? Ach warte, der hat nämlich doch aus einem anderen... Bin ich da nicht aus einer anderen Ecke noch rausgekommen? Ich glaube schon. Objekt verdeckt. War der Ausgang dann noch an einer anderen Stelle? Ach, ist sowas blöd. Also wenn da jetzt hier diese Standardausgänge dann nicht mehr funktionieren und du woanders hin musst und sich das nicht einfach finden lässt. Wie komme ich denn da jetzt wieder rein, wenn ich da unten nicht durch das Haupttor wieder reinkomme? Da gab es doch eine Möglichkeit. Da bin ich doch hier mit Vicky Vale irgendwo gewesen. War das hier? Irgendwo beim Wasser war das. Wo ich dann Vicky retten musste und quasi relativ schnell aufgebrochen bin. Nee, da ist wieder so ein Riddler-Ding. Aber das war es nicht. Schauen wir mal hier unten. Ja, da war es. Hier sind wir richtig. Ach komm, Betty. Ah ja, sehr gut. Klettert er gleich an das richtige Loch, wo wir sowieso hin müssen. So kommen wir nämlich rein, ohne durch den Vordereingang zu müssen, der ja offensichtlich versperrt ist. Ach komm. Na komm. So. Mr. Freeze gut abgesichert hier. Ich habe sie. Sie ist in Sicherheit. Nora, wo ist sie? Sie war in Lagerhaus 5B im Falcone Frachtlager eingesperrt. Sie ist in Sicherheit, Victor. Du kannst zu ihr gehen. Danke, Batman. Ich hab dir misstraut. Tut mir leid. Na, dann passt's doch. Ich werde all das ungeschehen machen, was der Clown meiner wunderschönen Nora angetan hat. Na, das klingt doch mal wie ein guter Plan. So, Schockwellenangriff. Diese Ausrüstung kann speichert die kinetische Energie, die beim Herabstürzen auf den Boden entsteht. Ja, das wollte ich immer haben. Ah, und dann gibt es einen verstärkten Gleitangriff. Das ist natürlich auch sehr schön. Gut. Miss Freeze ist gerettet. Mr. Freeze ist ganz glücklich. Bleibt uns quasi nur noch übrig, die nächste Mission anzugehen. Und zwar könnten wir jetzt hier unten direkt zu Joker gehen oder ich
glaube, ich mache mich erstmal auf den Weg zu Deadshot. Das Geräuschmuster von Deadshots Shop. Denn dort müssen wir auch noch was machen. Wir können nämlich Deadshot finden und dann noch einen schönen Bosskampf wahrscheinlich erleben. Batman gegen Deadshot. Schauen wir doch mal, was draus wird. Schöne Aussage. Da kann man auch so wahnsinnig viel reininterpretieren. Es klang wie eine Szene aus einem Film. Wer schmeißt den Laden hier? Ja, die Frage ist eh, warum es dann dauernd Nacht ist. Und warum nach 24, 25 Folgen immer noch nicht wirklich was passiert ist. So, wo ist er denn? Was ist so besonders an diesem Typ? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass... So, bevor wir das jetzt machen, möchte ich nochmal gucken. Ich habe doch eben gerade diesen Spezial-Schockwellenangriff hier gelernt. Wie mache ich den nochmal? RT halten, herabstürzen während des Gleitens. Okay, mal dann muss ich erstmal irgendwo nach Leute, oben. Leute, die so gut schießen, warten für gewöhnlich nicht, bis man sie erwischt. Wir sollten hier bleiben. Ist der sicherste Ort. So... Was war das denn jetzt? Das war doch gar nichts. Ich habe auch direkt B gedrückt nach der Landung. Aber irgendwas hat da nicht gestimmt. So. Ein drittes Opfer. Anscheinend hat er sich hinter diesem Auto versteckt, als er getötet wurde. Wie hat Deadshot das gemacht? Tja, mit Spezialkugeln, die wahrscheinlich um die Ecke fliegen können. Ich habe eine Verbindung zwischen den Opfern von Deadshot gefunden. Gut, er hat wieder getötet. Wir müssen ihn stoppen. Die ersten beiden arbeiteten für Strange. Das erste Opfer war ein Spezialist auf dem Gebiet der Funkübertragung. Er arbeitete am Kommunikationssystem des Turms. Und das andere? Über das Projekt, an dem er arbeitet, konnte ich keine Informationen finden. Und falls dir das allein nicht schon verdächtig genug ist, er hat vorher beim Militär an neuen Waffensystemen geforscht. Deadshot macht für Strange die Drecksarbeit. Ich versuche herauszufinden, von wo geschossen wurde. Vielleicht gibt es dort Spuren. Gute Arbeit, Barbara. Tja, dann wollen wir doch mal gucken. In der Hoffnung, dass ich diesmal die Position schneller herausfinde. Was? Bis dahin geht's und nicht weiter? Die Kugel ist hier eingeschlagen. So hat er es gemacht. Deadshot hat den Schuss von dem Rolltor abprallen lassen. Boah! Lieber Deadshot? Nicht schlecht, guter Mann, nicht schlecht. Es war ein Künstlerschuss sozusagen. Nee, das will ich jetzt nicht. Danach geht er ja hier nicht weiter, ne? Ist ja wieder so ein Trickshot gewesen, so ein besonderer. Ich dachte, Marchand hätte in Gotham das Sagen. Wieso hat der Professor Strange alles überlassen? So, da geht's rein. Dann ist Schluss. Also muss hier wieder irgendwas rumstehen, was ich übersehen habe. Hier vielleicht. Beobachtet zu werden. Hier sind überall Kameras. Was für eine Leiche.
Um treffen zu können, musste Deadshot sich auf den Boden legen. Seine Körperwärme hat dort den Schnee schmelzen lassen. Wir haben ihn, Oracle. Ich habe relativ seltene Kunststoffpartikel isoliert und danach verschiedene Gegenstände identifiziert, bei deren Bau sie Verwendung finden. Aha. Wenn ich mir die Möglichkeiten so ansehe, hast du dich sicher für die Stromnetzunterwerke entschieden. Stimmt's? Ganz genau. Wenn man dazu noch die Orte in Betracht zieht, an denen man definitiv auch die Metallpartikel des zweiten Tatorts finden würde, bleiben... Drei Positionen. Du hast es geschafft. Du wirst diesen miesen Drecksack tatsächlich schnappen. Hab die Karte markiert. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich werde Deadshot nur finden, wenn ich jede einzelne Position überprüfe, die seinem forensischen Profil entspricht. Na, das ist doch schon mal ein Plan. Okay, Leute, aber damit ist dann auch wieder die Folge vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen und eventuell sehen wir das nächste Mal Deadshot. Bis dahin, Servus, euer Marv.